Moin aus Hamburg. Ich bin Walter Matthias Kunze und es ist Zeit für den Daily Trend Talk. Wir haben heute Freitag, den 8. Mai, so schnell geht die Zeit um. Und heute geht es um das Thema Logistik. Wie angekündigt spreche ich gleich mit Ulf Hansen. Er ist der Inhaber von Hansen Development und Fachmann für Marinelogistik und für Management. Logistik. Logistikbranche ist sicherlich vielen von euch bekannt. Nochmal zusammengefasst, das geht um den Transport von Gütern von A nach B, möglicherweise nochmal über einige weitere Knotenpunkte. Ihr habt das selber natürlich bei euch miterlebt, ob privat, wenn ihr bei Amazon die neue Webcam bestellt oder euch den Kaffee. Denn ganz klar, ob normaler Kaffee oder Fairtrade, wie auch immer, Prost Kaffee. Irgendwo muss das herkommen und ich glaube nicht, dass es in Deutschland wirklich große Kaffeeplantagen gibt. Also, wie kriegen wir das hin? Wie sorgen wir dafür, dass eines der wichtigsten Getränke Nummer 1 weltweit, Kaffee, wirklich auch die Leute erreicht? Wie sorgen wir dafür, dass wir alle unsere Waren, unsere Güter bekommen, dass wir auch morgen noch einkaufen können? Wir sehen, Logistik, die gesamte Logistikbranche ist eigentlich eine der wichtigsten Branchen weltweit. Wir sehen aber auch, dass diese Branche in den letzten 10, 15 Jahren allein durch die Digitalisierung schon etlichen Herausforderungen ausgesetzt war. Von Digitalisierung bis hin zu Brexit, bis hin zu Trade Wars, all diese Ereignisse haben schon viel, viel bewirkt, haben aber auch ihre Spuren hinterlassen. Wir haben zum Thema Trade War alleine etliche Trend Talks gemacht. Wir haben den Trend Talk in mehreren Trend Talks vor Ort behandelt und wir werden das beides auch nochmal hier im Daily Trend Talk fortsetzen. Die Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen, sind eben, wenn ich das hier mal kurz, noch mal kurz ein bisschen Platz. Ulf kommt ja sowieso gleich dran. Die Herausforderungen, die wir hier sehen, sind der Weg von dem steil aufgestellten Unternehmen, klassische Struktur, Führungsbereich und dann viele Abteilungen, wie auch immer, die das auszuführen haben. Hinzukommen in einen flexiblen Weg, weil wir sehen ganz klar, je schneller sich die Umgebung ändert, desto schwieriger ist es, dieses gesamte Firmenkonstrukt zu bewegen. Das ist quasi nicht unmöglich, respektive sorgt für Stress. Wir kommen also in eine Zeit, in der mehr Flexibilität gefordert wird. Das heißt, wir brauchen mehr flache Hierarchien, also viele einzelne Netzwerke, die miteinander verbunden sind. Denn wenn da eines dieser Netzwerke ausfällt, dann sind die anderen Bereiche, die anderen Servicebereiche trotzdem noch da. Flexibilität ist A und O und oberste Pflicht in Zeiten des Wandels und damit auch Offenheit gegenüber dem Wandel. Das ist leichter durch die Digitalisierung. Das ist sicherlich auch in gewissen Bereichen so möglich und machbar, aber ganz klar, digitale Vernetzung und digitale Tools erleichtern das immens. Wir haben durch die Corona-Krise jetzt eine ganz, ganz starke Herausforderung, weil plötzlich haben wir noch mehr Einschränkungen. Das heißt, wir haben noch mehr Aufgaben, wie wir vormals einfache Wege neu erfinden. Wir müssen damit ganz klar auch aus der Tradition heraus in die Praxis gehen, in die Umsetzung. TrinQuest hat Unternehmen im Bereich Logistik. Ich habe etliche Vorträge auch gehalten für Unternehmen, auch für die Hamburger Logistikinitiative zum Beispiel. Dazu auch nochmal einen Gruß und ein Dankeschön. Und wir sehen gerade in dieser Branche, stellvertretend für andere Bereiche, ist der Wandlungsdruck nicht weniger geworden. Darum ist das Gespräch, das folgende Gespräch mit Ulf Hansen mir auch besonders wichtig. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ich mache hier nochmal wieder ein bisschen Platz. Und ich sehe ganz klar, wir sehen ganz klar, dass die Aufgaben, die jetzt auf uns zukommen,
von jedem Einzelnen abhängt, abhängen auch von der Initiative jeder einzelnen Person. Wenn ihr Fragen habt dazu, wenn ihr für euer eigenes Unternehmen, für euch, für eure Aufgabe im Unternehmen Herausforderungen habt, kommt zu uns. Trinkfest hilft euch, wir helfen euch mit Marktdaten, mit aktuellen Tools und Werkzeugen und Workshops, wie ihr eure Teams und eure Struktur daran anpassen könnt. Das ist unser Job, das machen wir gut und gerne und wir sind gerne für euch da. Aber jetzt erstmal auf ins Gespräch, in die Praxis mit Ulf Hansen. So, ich freue mich jetzt hier im Daily Trend Talk den Ulf Hansen zu Gast zu haben. Moin Ulf. Moin, Walter. Du machst Interimsmanagement, du bist ganz Fachmann, ganz speziell im Bereich Marine Logistik, eine Firma aus Hansen Development. Was bedeutet das genau? In welchem Bereich hast du dich spezialisiert? Was ist dein Motto? Okay, ja, sehr schön. Ulf Hansen, Eigentümer von Hansen Development. Seit einem Jahr bin ich sehr aktiv im Interimmanagement. Mein Background ist 20 Jahre Führungsposition in der maritimen Welt und in der Zulieferei, sehr global ausgerichtet. Bin 53 Jahre alt, habe 3 Kinder, bin wohnhaft in Wedel und unser Office ist in Hamburg. Meine Spezialisierung ist, wie gesagt, von der Branche Schifffahrt und Logistik, maritime Umwelt. Interim Management habe ich mir ausgesucht, weil ich dann doch gemerkt habe, dass man als erfahrener Manager gerade kleine und mittelständische Unternehmen echt unterstützen kann, gerade was den ganzen Change-Prozess angeht. Das ist nur so dahergesagt, Change, laufen recht viele Menschen mit rum, die sich mit Change beschäftigen. Aber es geht, gerade in der Krise geht es darum, jetzt eben neue Chancen zu ergreifen. Und ich bin spezialisiert auf Vertrieb und Strategie. Und habe eben ein breites Kundenspektrum. Und wir haben natürlich jetzt andere Themen, was die Krise angeht. Wir sind jetzt eben im Lockdown gewesen. Als Interim Manager muss ich vielleicht klarstellen, das bringen viele Menschen denn doch noch durcheinander mit Unternehmensberatern. Interim Manager sind vor Ort, übernehmen Projekte periodisch, das können 3 Monate sein, 6 Monate sein, bis zu einem Jahr. In Deutschland gibt es fast 20.000 von uns und ich glaube, dass wir das Geschäftsmodell Interim Management jetzt doch eine große Chance wiederum haben, weil die Krise natürlich besondere Herausforderungen mit sich bringt. Und das heißt auch Strategiewechsel und ganz viele andere Dinge, die man jetzt als Geschäftsführung eben einfach in Betracht ziehen muss. Das heißt, du hast eigentlich schon eine ziemlich verantwortungsvolle Aufgabe im Unternehmen. Ja, das kommt so ein bisschen auf das Mandat an, weil man arbeitet ja im Team, das ist ja auch mein Motto, Winning Team. Das war eigentlich schon immer mein Motto und auch unser Motto hier als Firma. Ich arbeite auch mit vielen Freelancern zusammen. Winning Team ist einfach unheimlich wichtig und jetzt noch wichtiger, dass die Teams nicht nur da sind, sondern dass die eben auch wirklich kreativ miteinander arbeiten, eine gewisse Offenheit haben, keine politische Agenda verfolgen, dass es wenig Hierarchien gibt und so weiter. Woher kommt das? Das kommt zuallererst, weil ich dann doch aus der skandinavischen Management-Schule komme, die sehr lean aufgestellt ist, wo es nicht viele Hierarchien gibt und wo sich eigentlich die beste Idee durchsetzt und nicht unbedingt die Idee des Kapitäns. Okay, also Teamwork. Du hast ja gesehen, wir haben ja gesehen, dass der... Es gab diese New Work-Bewegung in den letzten Jahren. Das heißt, das Ganze wurde digitaler, die Hierarchien wurden irgendwie von steilen Befehlsketten mit sozusagen einem König oben und dann den einzelnen Mitarbeitern, das wurde irgendwie mehr und mehr flacher in so einzelne Netzwerke verteilt, respektive das war das Ziel. Ich habe das Gefühl, dass das zwar versucht wird, dass aber bis dato, zumindest bis vor der Corona-Krise, in vielen Firmen, die familiengeführt sind, Gründer geführt sind, in mehreren Generationen, da es immer noch so ist, dass dann da quasi eine gewisse Patriarchie oder man könnte fast sagen Monarchie herrscht.
ohne da jetzt irgendjemand auf die Füße treten zu wollen, aber dass man einfach gesagt hat, das ist die Familientradition, das ist eben unser Unternehmen, so machen wir das, und das wird von oben nach unten entschieden. Mhm. Und dann kommt jetzt diese Digitalisierung, mhm, und macht das alles sozusagen, macht das jetzt alles transparent. So, du kannst überall hingucken, was da los ist. Wie sind die Leute damit umgegangen? Also wie ist deine Erfahrung? Ich meine, in deiner Generation, du bist ja vom Erfahrungshorizont, so dass du sagen kannst, ich kenne noch beide Seiten. Ich kenne, mhm, die alte Zeit und ich kenne jetzt die neue Zeit. Wie ist deine Erfahrung da? Also ich finde, erstmal sind natürlich kleine, mittelständische und gerade familienkontrollierte Firmen, die haben natürlich eine sehr lange Historie, und ich finde, der Eigentümer hat auch immer ein Recht, das letzte Wort zu haben. Es geht aber im Moment, und da sehe ich eigentlich eher einen positiven Trend, dass die Eigentümerfamilie, da geht es ja auch um eine neue Generation. Und die neue Generation bringt natürlich auch Digitalisierung rein, ist auch globaler aufgestellt, und ich glaube, die neue Generation ist auch ein bisschen offener aufgestellt. Das sind natürlich ganz viele Möglichkeiten, die wir da haben. Es gibt natürlich Unternehmen, die sich wenig bewegen. Das ist auch keine große Kritik, das ist einfach nur eine Beobachtung. Die Schifffahrt, teilweise die Reedereien, Logistikunternehmen sind da, glaube ich, ein bisschen moderner aufgestellt. Mhm. Da tut sich aber eine ganze Menge, weil die Marktführer, also die großen Reedereien, die kommen dann doch aus Skandinavien oder aus China oder aus Frankreich. Ist eben auch nicht so große, ohne da Namen zu nennen. Wir haben hier in Hamburg auch einen sehr namhaften. Da tut sich eine Menge. Da ist auch ein Generationswechsel da. Und mir geht es nicht schnell genug, weil ich glaube, die Schifffahrt oder die maritime Umfeld hat nicht geschlafen, aber es ist so grundwertkonservativ, dass es da eben einfach ein bisschen länger dauert, um einige Strukturen aufzubrechen. Und wenn wir früher wie an Bord wirklich 3-4 Hierarchielevel hatten, bricht das heute ein bisschen auf. Aber das ist eben auch der Job des Interim Manager, das ist der Job der Geschäftsführung, das ist der Job der neuen Generation, das Ganze aufzubrechen und die Digitalisierung da einzuflechten. Und Digitalisierung, sagen im Moment alle, steht im Vordergrund. Auch da hat vielleicht sogar Deutschland ein bisschen gepennt, auf Deutsch gesagt, da bin ich sehr, sehr ehrlich. Aber wenn es ein herausragendes Momentum gibt innerhalb der Corona-Krise, dann finde ich, dass sich alle wirklich daran gewöhnen müssen, dass digital die Welt eben auch funktioniert. Das ist ein bisschen ein lapidares Beispiel, aber Homeoffice hat sich jetzt dermaßen durchgesetzt. Ich habe gestern mit einem Kollegen aus der Versicherungswirtschaft gesprochen. Die hatten vorher 10% Homeoffice-Arbeitsplätze, jetzt sind es 90. Entschuldige, habe ich nicht verstanden. Wie viel sind das jetzt? Jetzt sind es 90% Homeoffice. 90, okay. Das hat natürlich auch was mit Lockdown und Kontaktsperre und so weiter zu tun. Meine große Befürchtung ist, dass gerade der Mittelstand und die etwas wertkonservativen Unternehmen, dass da nicht genug übrig bleibt. Das heißt also, wenn es jetzt operativ möglich ist, bis zu 90% im Homeoffice zu beschäftigen und das Business geht weiter, dass ich einfach hoffe, dass mindestens 50-60% davon übrig bleiben. Meint natürlich, wenn die Mitarbeiterin und der Mitarbeiter damit einverstanden ist, wenn es operativ funktioniert und wenn es der Flexibilität im Arbeitsplatz dient, weil wenn die Unternehmerfamilie oder die Eigentümer damit leben können und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch, dann ist es eigentlich ein Zeichen, dass auf beiden Seiten die Zufriedenheit wächst, und wenn die Zufriedenheit wächst, dann wird der Job einfach besser gemacht. Das ist manchmal so einfach, und deswegen würde ich mich freuen, dass da ganz viel übrig bleibt. Das haben wir auch gesehen im Gespräch mit einem Branchenverwandten von dir sozusagen, mit Sebastian Poser, genau, der ja auch Ähnliches berichtet hat. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil man ja eigentlich immer die Logistikbranche erstmal als normaler Mensch, sagt man, Logistik, okay, das sind die Schiffe und das sind die LKWs auf der Straße und das ist die Schiene. So, und auf dem Schiff und auf dem LKW und auf der Schiene kannst du kein Homeoffice machen. Aber die Verwaltung ist natürlich da und das Ganze muss gemanagt werden. Und da sind ganz klar, das ist ein ganz starker Wandel, der, glaube ich, auch in den Köpfen stattfinden muss. Ja. Weil die Leute angefangen haben, genau, sagt, Entschuldigung. Stichwort Wandel, das hat Sebastian auch ganz gut auf den Punkt gebracht. Es geht eigentlich zuallererst auch schon vor der Corona-Krise.
geht es darum, dass agile Unternehmen, die sich immer wieder neu beweisen müssen und nicht nur am Markt anpassen, sondern mit dem Markt gestalten, geht es um Veränderung. Und das gefällt mir in der Medienlandschaft, um da ein bisschen kritisch zu sein, auch nicht so gut, was die Wortwahl angeht innerhalb der Diskussion Coronavirus, neue Normalität oder Normalität. Ich würde es eigentlich Post-Corona nennen wollen oder Post-Normalität, weil die Welt hat sich jetzt wirklich nochmal ziemlich krass verändert. Das ist das große Einschnitt. Volkswirtschaftlich sind wir da, glaube ich, in Deutschland ganz gut aufgestellt, weil wir haben nicht volle Kassen, aber im Vergleich zu anderen Ländern, gerade in Europa, geht es uns denn doch ganz gut, dass wir eben auch staatliche Förderprogramme lancieren können und so weiter und so fort. Mhm. Aber zurück zu Sebastian, er hat gesagt, wir müssen uns alle verändern und das finde ich auch. Das geht bei uns los, dass man im täglichen Geschäftsleben und auch im Privatleben sich eigentlich mal fragen kann, was mache ich eigentlich anders als vorher? Was mache ich besser als vorher? Bin ich digitaler als vorher? Bin ich nachhaltiger als vorher? Und ich finde, das kann man auch sehr schön in Strategien von Unternehmen manifestieren. Okay, da habe ich gleich drei Gedanken dazu. Ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Was wir sehen ist, dass das Homeoffice und der Digitalisierungsdruck, der Digitalisierungszwang, sagen ja einige auch, die Leute dazu zwingt oder dazu bringt, viele Geschäftsmodelle auch Vorgehensweisen zu hinterfragen oder neu zu denken. Wenn ich vorher einen Großteil der Kommunikation per E-Mail gemacht habe, so wie gegebenenfalls noch per Fax, und plötzlich muss ich dann jetzt so eine Art Team Collaboration Suite einrichten, wie jetzt Monday oder Slack oder wie auch immer die alle heißen mögen, dann erfordert das auch eine Veränderung der Sichtweise. Das heißt, was sich auch verändert, glaube ich, ist die Awareness. Das heißt, die Einstellung der Leute zum Job, wie Arbeiten funktioniert, aber auch wie ich selber arbeite und damit auch, wenn ich im Homeoffice sitze, die Selbstmotivation. Aber natürlich auch die Schwierigkeit, mit einem möglicherweise in einem komplett anderen Umfeld mich konzentrieren zu können. Ne? Da sind die Kinder irgendwo oder der Postbote klingelt. Ja. Das heißt, die Awareness ändert sich. Wie geht das? Und das ist jetzt darauf, das wissen wir jetzt ja alle schon. Das heißt, das ist zwar sehr, sehr wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, aber gerade in Hamburg, als einer der wichtigsten Logistikstandorte in Europa. Wenn du da mal durch den Hafen gehst, durch die Industriegebiete und so weiter und so weiter. Wir haben ja zig Logistikanbieter in Hamburg, von riesengroß, wie du schon sagtest, bis hin zu kleinen Familienbetrieben. Und ich sehe gerade bei den Familienbetrieben, bei den kleinen oder bei den mittelständischen Unternehmen ganz besonders, einen, ich würde mal sagen, immensen Erfolgs- oder Wettbewerbsdruck. Wie geht das zusammen mit dem Thema Digitalisierung und der Corona-Krise? Also erstmal, also wenn ich in der Geschäftsführung oder wenn ich berate, dann rate ich den Leuten eigentlich immer sofort, dass man es ernst nehmen muss, dass die Situation anders ist als vorher. Das heißt also, der Flurfunk, die Kaffeepause, mal kurz über den Hof rufen, jemanden treffen, das fällt ja alles aus. Das darf man aber nicht unterschätzen, weil das ist Kommunikation. Deswegen, ich glaube, es hört nicht auf bei dem Monday Talk, wo ich eben die verantwortlichen Abteilungsleiter oder die Menschen abhole innerhalb einer halben Stunde, um zu erzählen, wie es aussieht, sondern man darf die soziale Komponente nicht unterschätzen. Das heißt also, ich muss auch dafür sorgen, dass es einen Social Talk gibt. Das sind jetzt keine Kaffeepausen von einer Stunde pro Tag, aber ich muss eben digital mich aufstellen, dass ich eben auch Chatrooms zur Verfügung stelle, damit die Leute auch einen Anspruch haben, beziehungsweise auch eine Möglichkeit zu kommunizieren. Das Businessmodell zusammenzukriegen mit der Corona-Krise, das ist natürlich jetzt die ganz große Herausforderung für uns alle und das ist nicht nur für Logistik und Maritim, das ist auch Luftfahrt, wie wir sehen, das ist auch Automobil und so weiter. Deswegen ist das, glaube ich, ein guter Mix aus Marktbeobachtung. Was ist noch da? Wo ist die Nachfrage? Und wo stellen wir uns auf mit unserem Businessmodell? Muss dann aber auch hinterfragen, ob mein Businessmodell digital genug abgesichert ist, um die Kommunikation zum Kunden auch aufrechtzuerhalten.
Wir kommen alle aus der Welt, wo man wirklich noch aktiven Außendienst gemacht hat, wo man das Produkt oder die Dienstleistung wirklich aktiv verkauft hat. Es fehlt uns auch allen, dieser persönliche Touch, die Energie im Raum und so weiter. Aber ich glaube, man muss heute das bestehende Businessmodell, ob es ein Spediteur ist, ob es Lagerhaltung ist, ob es Reederei ist, zusammen mit Digitalisierung bringen und dennoch genug Platz haben, um Innovation wirklich eine Chance zu geben. Und das ist gerade in konservativen, mittelständischen und kleineren Unternehmen wird nicht genug Platz gelassen, um sich wirklich zurückzuziehen und zu sagen, was können wir wirklich anders machen, in Richtung Digitalisierung, in Richtung Vertrieb, in Richtung Strategie, schicke ich noch Briefe raus, wie kommuniziere ich mit Kunden und so weiter. Das ist auch schwer zu greifen in einem Chat, wie wir jetzt machen, den wir jetzt machen, weil das ist von Firma zu Firma wirklich unterschiedlich, weil wir sehen jetzt ja auch die Firmen, die jetzt sofort in Bedrängnis gekommen sind, die hatten vielleicht vorher auch kein solides Businessmodell. Und die Firmen, die wirklich lange am Markt sind und auch agil genug waren, die kommen auch nicht sofort in Schlingern. Okay, das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, wir nehmen jemanden wie Nico Rehmann gestern, digitale Agentur, die sagen, für uns hat sich gar nichts verändert, wir arbeiten seit jeher 100%ig digital. Kunden ändern sich vielleicht. Wenn du jemanden nimmst, der sagt, okay, wir sind eine ganz alte, traditionelle Branche, Transport von A nach B, da ist das Digitale später dazugekommen, wir müssen uns jetzt ganz klar darauf fokussieren, wie bauen wir jetzt die nächste Zukunft auf. Ja, und da gibt es natürlich auch Alternativen zu evaluieren. Also ich meine, wenn viel China-Geschäft da war oder viel USA-Geschäft da war, dann gibt es den Trend, zurück in Europa zu produzieren. Das wird natürlich für die Logistikketten und für das ganze Transportwesen wird es andere Ladungsströme geben. Und die muss man ganz klar analysieren, die auch nicht nur Vorteile in nationaler Produktion, weil in dem Moment, wo wenig Finanzmittel da sind, wenig Cashflow da sind, kann lokale Produktion ja auch bedeuten, dass ich dann sehr viel automatisiere und dann fallen wieder Arbeitsplätze weg. Das wollen wir auch nicht. Ich glaube, da macht es der Mix. Wie denkst du zum Thema Regionalisierung? Also, ich erkläre mal kurz. Wir haben Luft, wir haben Wasser, wir haben Schiene, wir haben Straße und dann vielleicht nochmal in dem direkten regionalen Bereich sogar Fuß. Das heißt, wenn die Leute dann per Fahrrad oder irgendwie dann per Schubkarre irgendwie das in den Stadtteilen verteilen. Habe ich schon gesehen. Und die Luftfahrt fällt gerade in großen Teilen weg. Gibt es dann nicht eine Chance für viele, viele kleine Logistikunternehmen, dass sie sagen können, hey, wir übernehmen das jetzt? Das heißt, es wird dezentralisierter und damit regionaler? Das ist eine sehr große Chance, gerade im regionalen Bereich, weil man dazu nicht so große Apparate braucht. Man braucht nicht so ein großes Netzwerk, man braucht nicht so hohe Investitionen. Natürlich ist das eine Chance, aber die große Gefahr liegt natürlich, dass der Handel dermaßen einbricht, dass es auch weniger zu verteilen gibt. Und da ist unsere Antwort, geht eigentlich eher in Richtung, das habe ich auch mit Sebastian so ein bisschen eruiert, ist, das hört sich immer so ein bisschen zu links an, aber ich glaube, dass ein bisschen weniger Wachstum, ein nachhaltigerer Wachstum und nicht Wachstum um jeden Preis vielleicht ganz gesund ist. Und das sehen wir jetzt ja auch in der Krise. Jeder von uns als Konsument hat, glaube ich, in den letzten 5 Wochen auch weniger konsumiert. Das liegt wirklich auf der Hand. Und ich glaube, also Schifffahrt stirbt nicht, Logistik stirbt nicht, Spedition stirbt nicht und wir brauchen auch selbstverständlich die Luftfahrt. Aber vielleicht kommt da ein kleines Momentum rein, dass es eine Bereinigung gibt, dass es ein nachhaltiges Moment gibt, dass es ökologischer ist und dass man eben nicht mehr zum Mittagessen nach London fliegt, weil man einen Kunden für einen Tag besucht. Das war vorher auch schon fragwürdig und jetzt ist es, würde ich immer vorschlagen, erstmal ein digitales Meeting zu machen. Das heißt nicht, dass man den Kunden oder die Kunden nicht ab und zu persönlich sehen muss, weil ich finde, das ist das Salz in der Suppe, gerade im Vertrieb.
Ich finde das wichtig, dass du das sagst. Denn klar, es gibt Branchen und es gibt Führungsebenen, wie auch immer, in denen war und ist es wichtig, dass man sich auch direkt sieht. Und da war aber auch dann gewissermaßen und ist sicherlich immer noch das persönliche Treffen, egal wo auf der Erde, auch ein bisschen Stück weit des Renommees, der Reputation. Ich fliege jetzt irgendwie nach Singapur und treffe mich da mit den Führungskräften unseres Geschäftspartners. Das gilt aber extern wie intern. Ich meine, wenn ich intern eine globalisierte Firma habe, dann möchte ich jetzt auch nicht die nächsten 2 Jahre nur noch die Teams über ein Chatroom oder digital sehen. Weil Führen und Teams hat was mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen kann man sich eigentlich am besten, wenn man die Energie im Raum gefühlt hat, also wenn man die Persönlichkeit in den Vordergrund stellt und wenn man sich wirklich einfach besser kennt. Und wir können ja eigentlich froh sein, dass die Corona-Krise nicht in den 80er Jahren passiert ist, weil jetzt haben wir die digitale Lösung, um operativ voranzuschreiten. Aber ich möchte auf keinen Fall missen, und ich glaube auch nicht, dass es gut ist für die Wirtschaft, wenn man jetzt alles digital macht. Ich bin so und so kein Fan von zu drastischen Lösungen, weil ich glaube, das ist einfach zu komplex, das ganze Thema. Wie gehen wir denn dann mit den Herausforderungen um? Wenn wir sagen, wir nutzen jetzt diese Krise als Chance, klar, das alte Sprichwort, Krise gleich Chance, wir nutzen das, um das gesamte Wirtschaftssystem, weil das passiert ja alles gleichzeitig global momentan oder nahezu gleichzeitig, wir bauen das gesamte Wirtschaftssystem jetzt so Stück für Stück um auf mehr Nachhaltigkeit, Ressourcen schonen und damit auch menschlicher. Wie schaffen wir das? Das ist die Frage, die ich mir stelle, und wie sind deine Gedanken dazu? Wie schaffen wir das, das ganze System nachhaltiger aufzubauen? Wobei wir gleichzeitig natürlich darauf aufpassen müssen, dass dann die Leute nicht hinten überfallen. Das heißt, wir sehen ja jetzt schon, ich meine, es gibt in sehr, sehr vielen Branchen gerade Kündigungen, es gibt Umsatzeinbrüche und so weiter. Es gibt aber, dass die Branchen merken, wir können da nicht mithalten, selbst so ein Riese wie Lufthansa. Die Lufthansa hat ja im Gegensatz Ryanair, genau. Ryanair hat gesagt, wir haben kein Problem, und Lufthansa hat gesagt, wir brauchen jetzt Staatshilfe. Unterm Strich, Nachhaltigkeit einrichten, Wirtschaft nachhaltiger machen, Logistik so aufbauen, regional, dezentral verteilt, dass die Leute alle Arbeit haben und dass es funktioniert. Wie kriegen wir das hin? Also ich würde da im Privatbereich anfangen, weil es gab ja auch Überlegungen innerhalb der Krise, ob sich die Leute zurückziehen und sehr egoistisch handeln. Das heißt also, dass das sogenannte Toilettenpapier-Syndrom, das hat ja nicht lange angedauert eigentlich. Die Leute haben gemerkt, dass die Versorgung geklappt hat, und es gab ein unheimlich großes Momentum, wo Nachbarschaftshilfe da war, wo Leute solidarisch waren, wo sie angeboten haben zu helfen. Und das würde ich ganz gerne auch in die Wirtschaft übertragen. Das ist auch der alte oder der EU-Gedanke, dass das nur gemeinsam geht. Also wenn wir jetzt anfangen, uns abzuschotten, das hat man auch an dem Fonds gesehen, der von der EU initiiert wurde mit den 4,4 Milliarden, das fand ich wirklich schade, dass die USA und Russland sich da praktisch rausgehalten haben. Weil ich glaube, die Antwort für ein nachhaltiges Wirtschaftssystem ist gemeinsam, weil jedes Land oder jede Firma hat ihre Stärken. Und wir können einfach nicht alles abdecken. Das heißt also, übersetzt in die Schifffahrt oder in die maritime Welt, würde ich mir einfach mehr wünschen, dass mehr kommuniziert wird. Was können wir noch gemeinsam machen? Ist einer sehr gut aufgestellt im Einkauf? Hat ein anderer sehr gute Partner in China oder in den USA? Ist unsere Stärke eher regional? Und ich finde, da kann man sehr gute Business Models draus stricken. Und das ist auch nicht romantisch. Ich glaube, die Antwort ist jetzt. Finde ich immer ein bisschen schade, wenn Führungskräfte, die lange, lange in die Uni gegangen sind und die eine ganz große Expertise haben, das ist immer so ein bisschen lapidar gesagt, das ist so schnell, wenn ich dann einfach in Anführungsstrichen Kündigung ausspreche. Natürlich braucht man effizientes Kostenmanagement, und wir haben den Luxus in Deutschland des Kurzarbeitermodells. Deswegen haben wir da auch eine ganz große Chance, über die Kurzarbeit die Leute wieder zurück in den normalen Arbeitsplatz zu kriegen.
muss aber jetzt die Chance dazu nutzen, die Zwischenzeit dazu nutzen, die Leute, die gerade in Kurzarbeit sind, dass man die digital anhebt, dass man die motiviert und ja mit positiven Veränderungen und ganz viel Selbstvertrauen von der Führung wirklich sagt, das kriegen wir hin. Frau Merkel, wir schaffen das, finde ich auch ein bisschen auf Deutsch gesagt ausgelutscht, aber es ist unheimlich wichtig, dass man positiv kommuniziert und nicht sagt, ach, es ist alles furchtbar. Wenn ich mir einige Berichte von Volkswirten angucke, die uns jetzt schon in die Ecke drängen, praktisch in die Depression der 30er Jahre, ich glaube, das sehe ich einfach nicht so, weil wir sind heute ganz anders aufgestellt, haben Thinktanks, haben eine ganz andere Bildung, sind globaler vernetzt, das zusammen mit Technik und einer kreativen, nachhaltigen Politik, ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt. Wenn du das in einem Satz zusammenfassen würdest, als Fazit, was wäre das, das Fazit? Mein Fazit ist auch vor der Krise gewesen, sich auf den Menschen zu konzentrieren, die nicht zu verlieren und positiv zu sein und Veränderungen nicht negativ zu bewerten, sondern Veränderungen als positiv zu erachten, was ein ganz großer Teil des Change Managements ist. The change is good. Veränderungen sind gut. Okay. Finde ich klasse, ja. Das ist der Weg in die Zukunft. Genau. Ulf, wir haben ja als Tradition den Buchtipp. Ja. Sozusagen. Hast du ein aktuelles Buch, ein Buch, das du empfehlen kannst, das du gerade liest oder das du bei dir im Regal Ich nehme den Luxus aus, dass ich zwei Bücher gerade habe. Eins heißt The Art of Actions von Stephen Bungie. Okay. Das ist eine sehr gute Abhandlung, How Leaders Close the Gap Between Plans, Action and Results. Das nimmt sehr viele Beispiele, jetzt nicht erschrecken, aber aus der preußischen Armee, weil es ist ganz gut zu sehen, dass die Preußen eigentlich die Ersten waren, die praktisch Mandate vergeben haben. Die haben ihren Offizieren und Unteroffizieren wirklich vertraut. Und in diesem Buch kann man sehr viel lernen, dass Führung und Erfolg, was mit Vertrauen zu tun hat und auch das Mandat zu geben. Also eben auch, ja, dass die Leute eben auch performen können und dass sie nicht einfach nur Befehle ausführen, sondern innerhalb der Befehle auch kreativ sein können, wie sie zu dem Resultat kommen. Das ist ein sehr gutes Buch. Und privat, ich bin Segler, bin eben ein maritimer Mensch und lese im Moment von Carsten Jensen, das ist ein richtig dicker Schinken, wir Ertrunkenen. Und da geht es um die dänisch-deutschen Kriege 1848. Ja, so ein bisschen auch die Sinnlosigkeit der Kriege, aber auch wieder die Hoffnung, weil die Frauen, die zu Hause bleiben in Dänemark und die Familien managen und viele Männer auf See bleiben, sind unheimlich kreativ und positiv und erziehen eben Kinder dabei und da geht es voran. Auch das ist wieder ein Buch, wo man sagen kann, die Situation ist eigentlich wirklich schlecht. Aber da kann man auch noch was draus machen. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Lebensmotto, weil Corona konnten wir alle nicht beeinflussen. Und das wird noch mehr Krisen geben im Leben und auch im Geschäftsleben. Und da geht es wirklich darum, positiv zu sein. Cool, klasse. Ulf, ganz, ganz herzlichen Dank. Also wirklich dafür, dass du hier warst. Auch ein guter Schluss. Sehr schön, ich bedanke mich recht herzlich. Und wir schnacken. Jo, super. Okay. Ciao. Okay, das war der Daily Trend Talk mit Ulf Hansen von Hansen Development. Was habt ihr für euch mitgenommen? Ich fand es extrem spannend. Klar, ist ja so. Ich meine, wir haben wirklich eine Reihe von interessanten Themen jetzt in der Reihe. Wir haben den 26. Trend Talk heute. Auch da freue ich mich nochmal. Ganz, ganz vielen Dank an euch für euer super Feedback und dafür, dass ihr dabei seid und auch wirklich mit Vorschläge gebt, wer jetzt als nächstes mit in die Runde eintreten könnte. Ich habe mir eine Menge Notizen gemacht. Also nochmal, Winning Team, klar, sein Motto passt. Es geht um Winning, es geht um Team und es geht um den Zusammenhalt. Was ich sehr interessant fand auch ist, dass wir wirklich darauf achten müssen, wie sieht es mit dem Wettbewerb aus und mit dem Wettbewerbsdruck in allen Branchen natürlich jetzt, in diesem Fall der Logistikbranche. Wir haben selbst Kunden aus dem Logistikbereich, einige, und ich bin deswegen auch öfters in Hamburgs Industrieregionen unterwegs.
Und die Frage ist eben, wie gehen die unterschiedlichen Unternehmen damit um? Du hast Konzerne, du hast Mittelstand und du hast wirklich auch die kleinen familiengetriebenen, betriebenen, ungetrieben wahrscheinlich Logistikunternehmen mit kleinem Fuhrpark. Die stehen letztendlich alle vor derselben Herausforderung. Ich muss die Digitalisierung umsetzen, ich muss schauen, dass ich mein Team verwalte, ich muss aber auch schauen, dass ich bei einem Logistikanbieter, der jetzt auf der Straße unterwegs ist, die Leute auf dem Bock im LKW erreiche, dass ich alle mit einbinde. Und das natürlich flüssig und effizient. Wir sehen ganz klar die Corona-Krise, die damit auch resultierende Wirtschaftsdruck und auch teilweise dann die Krise, die daraus entsteht, wird nicht weggehen. Selbst wenn wir das jetzt alles durchlebt haben, werden die Krisenmaßnahmen, die Einschränkungsmaßnahmen so sukzessive aufgehoben sind, hat sich das Wirtschaftsleben und natürlich auch der Alltag verändert. Es gibt neue Herausforderungen, es gibt neue Aufgaben. Die Leute erkennen, dass Zusammenarbeit über das Internet doch einfacher ist, dass es durchaus möglich ist, auch im Homeoffice klarzukommen, dass natürlich auch das Homeoffice eine andere Herausforderung ist, weil ich eben andere Ablenkungen habe, aber auch andere Fokusmöglichkeiten, als ich in der Firma habe. Ich sitze in der Firma im Büro und ich habe ein offenes Büro und alle Nase lang kommt jemand rein und will was von mir wissen. Das kann ablenkend sein. Ich sitze in der Firma im Büro und habe Kollegen um mich. Wir arbeiten alle an demselben Thema. Da sind wir sehr fokussiert. Ich sitze zu Hause und kann mich auf meine Arbeit konzentrieren und habe meine Kollegen nicht ständig da, die was von mir wollen, aber ich habe dafür meine Kinder. Oder der Postbote klingelt, wie auch immer. Wir kennen die Themen. Und dennoch, auch wenn wir sie kennen und tagtäglich wieder erleben, die Gewohnheiten, die jetzt in diesen Wochen oder diesen paar Wochen bis Monaten entstanden sind, die werden bleiben. Gerade das Thema Prozentzahl. 10% sind bereit für Homeoffice vor der Corona-Krise. Jetzt 90% sagen, ja, passt. Krise gleich Chance, das viel zitierte Thema, das theoretisch natürlich als Philosophie überall auftaucht. Auf Instagram findest du zig von diesen Sprüchen mit hübschen Bildern im Hintergrund nach dem Motto Crisis is your potential, wie auch immer, Krise, Chance auf Deutsch. Das kommt jetzt in die Tat. Es kommt in die Umsetzung. Und ich sehe auch, dass wir in einer Zeit wie der heutigen uns sehr, sehr stark fokussieren müssen auf die Umsetzung. Wir schaffen die Grundlagen mit Wissen, mit Analyse, mit Erforschung, all die Sachen, die wir bei TrendQuest machen, bei denen wir unseren Kunden helfen, die Grundlagen auch mal mit einem Blick von außen anzuschauen, zu schauen, wie sieht das Unternehmen, wie sieht die Gesamtsituation von außen aus. Denn du weißt, jeder weiß, wenn du im Unternehmen drin bist, hast du deinen Unternehmensfokus, du hast deinen Branchenfokus, du hast deinen Arbeitsfokus, aber du hast nicht immer die Chance und auch nicht die Zeit, dir das Ganze mal von außen anzuschauen. Da kommen wir und ich sage dann, okay, guck mal, wir haben das und das und das gesehen, das ist wirklich klasse und wir haben die in die Lücken gesehen, da können eure Wettbewerber reinhauen oder da kann eine Veränderung im Markt natürlich auch für euch zum Vorteil sein. Wettbewerbsdruck und Wachstumsdruck, regional und international. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Das habe ich eben auch nochmal im Nachgespräch mit dem Ulf Hansen besprochen. Denn wir haben zwar gesagt, okay, stopp, Recording, aber wir haben dann doch noch ein paar Sachen mit angesprochen, von denen ich euch natürlich auch noch mit berichten möchte. Wichtig ist ganz klar, die Regionalisierung spielt wirklich eine sehr, sehr große Rolle, aber die Regionalisierung alleine nicht, sondern auch die Flexibilität. Wenn wir vergleichen, dass ein, vereinfacht gesagt, Unternehmen wie Lufthansa sagt, oh shit, sorry, aber wir kriegen es nicht alleine hin, wir brauchen Unterstützung. Wenn wir sehen, dass ein Unternehmen wie Ryanair sagt, kein Problem, wir kriegen das in den nächsten 2 Jahre durch. Da ist vielleicht ein bisschen PR dabei, vielleicht schaffen sie nur ein Jahr, würden sie nur ein Jahr schaffen. Nichtsdestotrotz, irgendwas haben die anders gemacht. Und das bei der Lufthansa, wo wir sagen, Mann, das ist doch eines der wichtigsten, der renommierten deutschen Luftfahrtunternehmen. Die haben Anspruch und die haben Qualität.
und über Ryanair haben immer alle gelacht, weil die gesagt haben, okay, die sparen eine Wahl und das ist irgendwie, sorry, ein Unternehmen, das nicht empfehlenswert ist. Vielleicht können beide Seiten was voneinander abgucken. Und wenn wir uns andere Logistikunternehmen angucken, die da anders herangegangen sind. Stark umstritten in den letzten Jahren war Uber. Die haben in Deutschland natürlich auch angefangen mit Taxis. Uber hat in den USA einen großen Erfolg gehabt mit Taxis, weil in den USA gab es keine zentralen Taxiunternehmen in dem Sinne, wie wir sie aus Deutschland kennen, inklusive dann die ganzen sozialen Grundversorgungen und so weiter und so weiter. Da hat Uber einfach einen Stich gemacht und gesagt, okay, wir zentralisieren das Ganze. Nach Deutschland gebracht, haben die gesehen, okay, da gibt es schon Leute und es funktioniert nicht so einfach und vor allem, es gibt natürlich eine starke Lobby, eine starke, starke Verbände, die dann dafür gesorgt haben, dass das hier nicht so ganz funktioniert hat. Statt dass Uber dann gesagt hat, oh Mist, wir kriegen es nicht hin, also schrauben wir wieder alles zurück und sparen ein, sind die anders dran gegangen. Die haben gesagt, vielleicht war das auch von Anfang an der Plan, wir bauen einfach eine Logistikplattform auf. Uber hat jetzt als Beispiel in der Corona-Krise, ich glaube, die letzten Zahlen, die ich jetzt heute Morgen gehört hatte, waren irgendwas mit 30% Einbußen gehabt. Nagel mich nicht darauf fest, ich gucke das nachher nochmal nach oder sowas, aber jedenfalls massiv. Aber sie haben ebenso einen starken Gewinn gefahren mit ihren Lieferservices. Alleine Uber Eats, also Pizza-Lieferservice, Lieferservice wie Foodora und Co., Deliveroo und wie sie alle heißen mögen oder welche von denen noch existent sind natürlich. Uber hat gesagt, unsere Aufgabe ist, Leute von A nach B bringen, respektive auch Dinge von A nach B bringen. Das ist eine Logistikaufgabe, das ist also nicht unbedingt nur Personentransport. Damit hat sich dieses Unternehmen als extrem flexibel erwiesen. Sie haben gesagt, wir machen das, wir machen das, wir können das, wir können das. Wenn einer davon wegfällt, dann machen wir halt noch drei andere oder fünf andere. Und ich glaube, das ist ein gutes Prinzip, nochmal eine gute Vorlage für Unternehmen heutzutage allgemein. Wir müssen, auch wenn wir unseren Fokus haben, wir müssen schauen, dass wir flexibel bleiben, dass wir uns immer nochmal eine Variante, eine Option offen halten. Uns anzupassen an den Wandel. Was ich auch nochmal spannend fand, ist die Frage, und ich denke, da sollten wir nochmal an einem gesonderten Termin rangehen, einem gesonderten Daily Trend Talk, ist, was bedeutet das für Startups, die Corona-Krise, was bedeutet die Corona-Krise auch für den Bereich Management und Interimsmanagement und wer sind wirklich die Gewinner aus diesem Wandel, respektive was ist dort bearbeitet, verändert. Wir haben das ein bisschen angesprochen in dem längeren Talk mit Florian Komm und ich sind da rangegangen. Das ist in zwei Teilen bei uns auf dem Kanal. Da ging es um das Thema des Komponentenportal, dass du quasi dein Startup an geänderte Gegebenheiten anpassen kannst über den Einsatz und die Nutzung von den Komponenten, die jetzt zum Beispiel das Entrepreneurship-Komponentenportal anbietet. Aber allgemein, ist diese Wandlungszeit eine Chance für Startups? Ja. Ist sie eine Bedrohung, eine Krise für bestehende Startups, die gerade noch dabei sind, sich zu finden, zu konsolidieren, aber bereits ihren Weg gehen? Auch das. Es kann durchaus sein, dass ein Investor, dass Teilhaber sagen, ändert sich alles, wir ziehen unser Geld ab, es ist zu riskant. Ich glaube, wir müssen das Thema Startups neu definieren in dieser Zeit. Wir müssen schauen, wie sind die Aufgaben jetzt. Es ist ganz klar, flexible kleine Teams haben große Chancen. Und da kommen wir auch wieder zurück zum Thema Regionalität. Weil was sind regionale Anbieter in der Logistik? Was ist die Aufteilung auf viele regionale Anbieter in der Logistik? Nichts anderes als flexible kleine Teams. Was sind Plattformanbieter alles als das Zusammenfassen von verschiedenen kleinen Einzelbusinesses sozusagen?
Wir kommen damit definitiv in die Zeit der vernetzten Wirtschaft, und zwar mit hyperlokalisierter Arbeit und hyperlokalisierten Teams und auch Funktionen. Es wird Komponenten, es basiert und modular basiert sein, aber nicht neutrale theoretische Module, sondern selbst kleine Teams können Module sein in einem größeren Netzwerk. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse für die Wirtschaft, die auch Unternehmen hilft, stabiler auf nächste Krisen vorbereitet zu sein. Denn wenn eines von deinen Teams wegbricht oder eine von deinen kleinen Unterunits, dann wirst du trotzdem in deinem Gesamtunternehmensnetzwerk überleben. Wenn du allerdings komplett spezialisiert bist und dich auf diese Spezialisierung fokussierst und dabei bleibst, kann es sein, dass es schwieriger ist, diesen spezialisierten Baum, diese steile Pyramide wirklich von da nach da zu bewegen. Es ist schwieriger, als viele kleine Netzwerke immer ein bisschen anders anzupassen. Das ist einer der wichtigsten Faktoren, glaube ich, für die Wirtschaft heute. Und natürlich damit auch mit Auswirkungen aufs Berufsleben, auf die Gesellschaft, auf die Politik. Ich denke, das sind die wichtigsten Punkte als kleines Fazit. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich auch auf die Fortsetzung dieses Themas. Wie gesagt, hier nochmal ganz rot angekringelt. Startup Management, Flexibilität ist einer der wichtigsten Punkte. Und da werden wir nochmal gesondert rangehen in der kommenden Woche in einem der nächsten Daily Trend Talks. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Wie ihr seht, die Sonne scheint. Frühling nach wie vor. Gut so. Genießt die Zeit, entspannt euch, bildet neue Projekte, schafft neue Ideen und schafft die Zukunft, die ihr haben wollt. Zukunft, die wir haben wollen, ist immer heute im Hier und Jetzt bei uns und bei euch, bei dir und mir. In diesem Sinne, bis nächste Woche, schönes Wochenende.